zischende Vulkane, zuckende Blitze. Tosende Stürme und die schiere Unendlichkeit der Wüste. Bilder, für die die Fotografen Dennis Oswald und Adrian Hohnfelder quer über den Erdball reisen, die Konfrontation mit Naturgewalten suchen. Jedes Bild ein Abenteuer. Dennis Oswald kommt aus Neuss. Ihn zieht es schon seit 25 Jahren vorzugsweise in die USA, wo im Schnitt weit mehr als 1000 Tornados jährlich übers Land fegen. Wir brüten über Wettermodelle, müssen Vorhersagen machen. Wir sind eigentlich 24/7 konzentriert und fokussiert auf das Wetter und versuchen uns dann natürlich zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort zu bringen, um dann das schöne Foto nicht nur zu sehen, sondern auch den Moment erleben zu dürfen. Für den Meteorologen sind besonders die Great Plains im mittleren Westen das Wetter-Eldorado. Hier lassen sich wie nirgendwo sonst auf der Welt gigantische Wolkenformationen, Gewitter und Stürme beobachten. Ja, manchmal stehen wir stundenlang einfach auf der Stelle und warten einfach, dass eine Wolke in die Höhe schießt und sich zu einem Gewitter auswächst. Adrian Hohnfelder hat vor ein paar Jahren einen Beraterjob an den Nagel gehängt, um seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Er ist auf allen Kontinenten unterwegs und nimmt für seine Motive beschwerliche Reisen auf sich. Am Vulkan hatte ich in der Tat noch nie Angst. Also zum einen bin ich jemand, der einfach davon ausgeht, es geht schon gut. Ich bin in der Regel immer mit einem Vulkanologen unterwegs, der sich auch wirklich auskennt. Keinem von uns geht es um die Gefahr. Uns geht es rein um diese unglaubliche Ästhetik und die Schönheit und das mit unseren Bildern festzuhalten. Beziehungsweise ist natürlich, wenn man dort steht am Vulkan, ich habe 1000 Grad heiße Lava, ich habe den Explosionsknall, ich habe die Druckwelle. Und das versuche ich einfach auf die Fotos zu machen. In ihrem gemeinsamen Buchprojekt geht es um die Schönheit unseres Planeten, um die Urgewalt und Zerstörungskraft der Natur, die Ehrfurcht, Respekt und Fürsorge einfordert. Himmel und Hölle erzählt von der Faszination extremer Naturereignisse. Also die Wüste ist wahrscheinlich am Ende vom Tag teilweise das Höllischste. Also wenn man wirklich mal davon von der Trockenheit und von den extremen Bedingungen ausgeht. Aber auch das Himmlischste mit der Ruhe und der Weite. Man häufig durch tektonische oder vulkanische Aktivität entstanden, durch Klima in dem Fall, Klimawandel, Wetter über eine lange Zeit. Und es ist wieder dieses Extreme, weit weg von der Zivilisation. Und also ist für, eigentlich für mich so ein bisschen die perfekte Kombination aus Himmel und Hölle. Und die nächste Expedition geht wohin? Zusammen nach Utah. Wir sagen dazu. Und ja, ein bisschen New Mexico auch. Ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Arizona. Jetzt gucken wir mal, wie das Wetter wird. Aber da geht es jetzt eher weniger ums Wetter. Da geht es, also wir sagen dazu immer, wir sagen dazu Dreck und Steine. Fotografieren wir dann wieder in dem Sinne, ja, Wüstentour. Und ein bisschen Sonnenfinsternis. Ja, stimmt. Ist ja auch dieses Jahr noch. Genau.